Die Zeit ist fortgeschritten und wir haben noch zwei Live-Gäste da, die vielleicht noch Fragen beantworten wollen. Und vielleicht wollen wir ja auch noch ein bisschen an die Tische gehen etc. Ich habe ein altes Buch von 1700 irgendwas von einem Freund geliehen bekommen. Da steht was drauf. Meine Mama ist aus Bämen. Ja, meine Rosa ist aus Bämen, wenn du willst, kannst du nehmen. Und das Buch trägt den Titel Niemandens Herrn und Niemandens Knecht. Das ist altkühnisches Bauernrecht. Und es waren die Freibauern in Mittelböhmen. Und die hat es in Ding angegeben. Und ich glaube, je mehr wir uns versuchen zu befreien, umso mehr verstricken wir uns in neue Wege. Weil zum Beispiel steht im Menschenrecht, also in den Menschenrechten, Artikel 26 Absatz 3, in letzter Konsequenz bestimmen die Eltern die Art und Weise der Bildung, die ihren Kindern angedeiht. Punkt. Das ist Menschenrecht. Und ich, meine Frau und die wollten ja Privatschule, also eine Freischule aufmachen, ist aber an anderen Dingen gescheitert, nicht am Freilernen. Die Joya Maschnik ist da absoluter Profi. Und wir haben ja nächstes Mal das Thema Bildung. Und da möchte ich auch noch darauf hinweisen. 15.12., Montag, 15.12. geht es ums Thema Bildung. Wer aller da sein wird, ist noch nicht ganz fix. Nachdem ich Gedächtnistraining und andere Geschichten gemacht habe, jahrzehntelang werde ich einen kleinen Beitrag dazu machen, einen interaktiven Beitrag. Da könnt ihr dann sogar mitmachen, wenn ihr wollt. Und werdet mitmachen, auch wenn ihr nicht wollt, weil das gar nicht anders geht. Um zu beweisen, dass das Hirn unbändig viel Spaß am Lernen hat, aber nicht so, wie wir es gelernt haben. Und dass das Gehirn was anderes ist. Und wer ist noch mit dabei? Der Günther Pehan wird sprechen zum Thema Bildung. Der Peter Schippeck. Das ist der, ja, wie soll ich sagen, die rechte Hand von Professor Dr. Gerald Hüther, der sehr viel in die Wege geleitet hat zum Thema Andersdenken, andere Schulen etc. Ich kenne ihn auch persönlich, einen Hüther und einen Schippeck. Ja, und dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch ein paar Überraschungsgäste, so André Stern, Felix Baumgartner. Und wer dann noch so mit dabei ist, wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Wir haben noch Stehplätze genug und es gibt hier noch größere Räume. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann machen wir es einfach so, dann habt ihr euch in Salzburg verfahren wegen der Baustellen und der Abend hat nicht stattgefunden. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Abend, eine herrliche Woche und eine wunderbare Adventszeit. Dankeschön. Oh ja, das muss ich nochmal ansagen. Ich habe es am Anfang gesagt, aber nochmal. Wo kann man das nachhören und nochmal anschauen? Mami, ich bin im Fernsehen. Bei crypto.tv, also Konrad, Richard, Y, Paula, Theodor, Otto, crypto.tv. Das ist der Roman Michael mit seinem Team. Und die Aufzeichnung, ja, die bringen ihr Zeug übrigens auch jedes Mal kostenfrei hierher. Und auf www.okitalk, ein Wort OKI, Talk, okitalk.com, beim Klaus Glatzel wird das morgen, spätestens übermorgen, als ja, Aufzeichnung im Archiv stehen. Schaut einfach mal rein. Alles kostenfrei, alles Information sollte frei sein, damit man sich auch frei entscheiden kann, ob man sich informieren lässt. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei seid und wenn Sie es einfach verlinkt, multipliziert und so weiter. Wäre sehr schön, wenn wir mal ein paar tausend Klicks drauf hätten, dass sich das wirklich verteilt. In diesem Sinne herzlichen Dank und Montagsinfo? Eine Homepage habe ich auch am Anfang, ja, sage ich nochmal, www.montagsinfo, ein Wort, Montagsinfo, ohne Punkt und Komma, montagsinfo.com. Oder? Komm. Da wird sich das auch alles wieder bündeln, das wird so der Pool und wie gesagt, wenn die Listen, in denen ihr euch eingetragen habt, damit eingepflegt oder gepflogen oder was weiß ich sind, dann werden wir hier auch Netzwerke haben. Jetzt winkt der Paul.
Okay. Ja, dann wünsche ich euch einfach noch ein schönes, ausklingendes Beisammensein. Ich bedanke mich bei allen Referentinnen und Referenten. Und informiert euch noch, nehmt die Kreditopfer-Geschichte mit, nehmt was vom Joe Kreisel mit. Und in diesem Sinne einfach eine wunderschöne Zeit bis zum 15.12. oder zwischendrin im Internet auf Facebook oder live. Danke. Gute Nacht. Ist erledigt, alle sind über Nacht zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt, dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir an. Falls ihr noch vergessen habt, ein paar Informationen aufzuschreiben, dann könnt ihr dies nun hier im Abspanntext nachholen. Denn wir möchten noch erwähnen, dass alle Informationen, die ihr heute von uns hier mitbekommen habt, nicht vorbehaltlos Glauben schenkt, sondern alles selbst nachprüft und abwägt. Dazu bieten wir euch nun die kommenden Internetquellen an. Gebt auch noch zusätzlich in der Internetsuchfunktion die Stichwörter, die in diesem Video gefallen sind, ein und recherchiert selbstständig nach. Und zu guter Letzt wünschen wir euch noch ein stressfreies und sorgloses Leben. Wir würden uns auch freuen, wenn wir euch persönlich kennenlernen dürfen. Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer nah, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die Schwinger, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to